Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück, ja, zu einer neuen Reihe, zu einem neuen Abenteuer. Ja, kommt mit. Crusader Kings 3. Es geht wieder los nach dem mehr oder weniger großen Erfolg von Ermenulfo und Co. Ja, dachte ich mir, wir versuchen es nochmal. Diesmal mit komplett anderen Vorzeichen. Und einer kleinen Besonderheit. Dazu kommen wir aber noch. Erstmal, wir starten im Jahre 1066? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Irgendwas mit 1000 im Heiligen Römischen Reich. Sind Herzog. Wer wir sind, dazu kommen wir gleich. Wir sind auf jeden Fall in Schwaben, ja. Wir sind Graf, glaube ich, noch. Wir erstellen uns gleich neu. Gerade hat ein Herr Friedrich von Zollern diese Region. Die werden wir ihm gleich abluchsen, weil wer ist Friedrich von Zollern? Ja, wir sind was viel Besseres. Wer sind wir? Nun, wir gehören tatsächlich zu einer alten Familie von Apfelbauern, ja, die uns, beziehungsweise die schon so lange für ihre Äpfel bekannt sind, ja. Und wo bekannt ist, dass deren Äpfel so delikat, deliziös sind, dass sogar unser werter Kaiser Heinrich schon von ihnen naschte und er so begeistert davon war, dass er uns einen Adelstitel verlieh, beziehungsweise unserem Vater. Und wir natürlich voller Stolz, beziehungsweise unser Vater voller Stolz auf dieses kleine Land, wir als armer Bürgerlicher haben uns hochgearbeitet, aber wir als Jungspund, der wir sind, ja, wollen natürlich mehr. Ja. Kinder sind ja nie zufrieden mit dem, was sie haben. Zumindest wir nicht. Deshalb, schauen wir mal, wo es uns hinführt. Wir, derer von Äppler. Ja, so heißen wir nämlich. Das ist der Name, den unserer Dynastie verliehen wurde. So, ja. Derer von Äppler. Also nur von Äppler. Ja. Und vielleicht bekommen wir es ja hin und übernehmen mal Land in Hessen, ne? Und kreieren dann einen leckeren Apfelwein. Wir werden es sehen, ja? Vielleicht scheitert das Ganze aber auch. Ja, das ist ja alles möglich. So, erstmal müssen wir uns hier erstellen. Ach so, ja, da habe ich vergessen. Wegen den Namen. Ja, ich habe mir nämlich Folgendes überlegt. Ich habe mir mal 14 Personen herausgesucht, die mir so in meinem Leben bekannt sind. Und wir werden einfach mal gucken. Ich habe hier Zufallsgenerator schon aufgemacht. Ne? Und wir werden unsere Kinder, beziehungsweise uns jetzt auch, nach diesen Personen benennen. Ich habe 14 Frauen und 14 Männer. Ja, also alle Namen, die ihr jetzt, die ihr hört oder die hier benutzt werden für unsere Kinderchen oder zu bei den Kindern von der Dynastie, die wir benennen dürfen, ja, das sind alles Namen von Leuten, die irgendwas mit denen hatte ich zu tun, ja, also da, das könnte meine erste Liebe sein, das könnte auch Felix sein, Felix ist drin, ja, kann ich sagen, Das könnte, ach diverse, also ich, wirklich, quer durch mein Leben bin ich gegangen. Freuen wir uns drauf, ja. Ja, gut. Wir gucken einfach mal. Also, wir müssen uns hier erstmal bauen. Ne? Was habe ich eingestellt? Ich habe schon zwei Sachen eingestellt, und zwar Geschlecht, sind wir männlich, und sexuelle Orientierung, sind wir heterosexuell. Und Glaube, Katholizismus, Kultur, Schwäbisch, das habe ich jetzt auch einfach gelassen. Vorname, und jetzt wird es nämlich spannend. So, also, wir haben hier 14 Namen. Ich drücke mal auf Generate und gucken, was für eine Nummer wir bekommen. 9.
9 für die Männer. Und zwar der gute Michael. Okay, also wir sind Michael. Achso. Ja, warte, ich brauch. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so gut gemacht. So. Nee, nicht von Schmidtburg. Da sind wir. Von Eppler. Oh. Ach, shit. Warte. Was hat er hier? Ja, warte. Ich muss hier mal ist mir hier das. Okay, so. Von Apple. Jawohl. So, wir machen noch ein Motto. Ein Motto. Motto. Ein Motto. Das hätte ich mir natürlich auch überlegen können. Bevor wir jetzt hier da sind. Ja, fällt mir jetzt gerade keins ein. Oh, nein. Oh, shit. Nein. Ah. Was mache ich denn? Sekunde, jetzt habe ich hier alles kaputt gemacht. Ah. Hier Zollern. Ja. Huh. So, okay, also Dynastie von Evla, das Motto lassen wir jetzt mal leer. So, das ist fertig. Also, wir sind 19. Nee, wir sind immer noch 18. Ja, aber so. Wir sind. So. Wir sind leicht dick. Ja? Wir sind leicht dick. So. Und wir sind. Wir sind ein kaufmännisches. Oder sind wir? Sind wir ein kaufmännisches Genie? Ich würde sagen, wir sind schon. Also, wir sind ja. Ach so. Ja, gut, wir sind ja eigentlich. Wollen wir was trinken? Okay. Wir sind ja. Ja. Wir sind ja bürgerlich, ne?
Also, wir sind ja bürgerlich. Und ich glaube, deshalb hat unser Vater, unser werter Vater, weil wir sein eigenes Kind sind, sind wir das überhaupt? Ich glaube, ja. Hat er uns so zugeballert, weil er wollte, dass was Besseres aus uns wird, dass wir eine großartige Ausbildung genossen haben. Und zwar im Bereich des Kaufmännischen, damit wir unser Familienunternehmen, damit wir unsere Felder, unsere Ländereien gut bewirtschaften können. Deshalb sind wir ein kaufmännisches Genie geworden. So. Okay. Jetzt. Wir sind maßvoll. Wir sind fleißig. Aber auch geduldig. Ja, nee, wir sind... Ach so, 400 Punkte. Okay. Muss kurz was gucken. Okay. Dann. So, ich mach gerade ganz kurz mal die unsere Charakterwerte. Wir sind nämlich, also wir waren früher ein Streber, ja? Wir waren früher ein Streber, fleißig, geduldig und maßvoll, ne? Weil wir erinnern uns noch, als wir klein waren, an die Zeiten, wo unsere Eltern und wir nichts hatten. Ja, musste man an Essen sparen. Und wir sind es noch nicht so ganz gewohnt. Auf einmal haben wir sogar mehr als wir brauchen, quasi. Deshalb, ja, sind wir das noch nicht so gewohnt. Im Reichtum zu schwelgen und wollten nur unserer Familie, unserem Vater gerecht werden, den wir über alles liebten. Oder lieben, lebt er noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja. Ne? Und deshalb haben wir auch alles getan. Er wollte, dass wir lernen. Das haben wir natürlich gelernt. Ne? Deshalb sind wir auch hochgebildet. Und in der Verwaltung durchaus geschickt. So. Okay, was? Okay, warte. Auch diplomatisch. Sind wir durchaus zu was zu gebrauchen?
So, und alles andere, ja, damit haben wir uns mal beschäftigt. Ränkespiel muss man natürlich auch mal gemacht haben. Auch was das Kriegsführen angeht, aber da, ja, also da ist, da kam früh raus, das, was das angeht, nichts mit uns anzufangen ist. So. Perfekt. Okay. Zack. Wir sind fertig. Unser Herrscher Michael. Achso. Ja, ja. So. Ha! Was? Hä? Warte mal. Hä? Warte mal. Wieso denn jetzt von Zollern? Hä? Ich bin verwirrt. Oh nö! Oh nee, hat das jetzt nicht funktioniert? Sind wir jetzt... Doch. Wir sind, okay, das stand nur komisch. Okay, wir sind Graf Michael von Eppler. Jawohl, wir sind da. 18 Jahre. Wir haben 450 Soldaten. Wir sind maßvoll, fleißig, geduldig. Jawohl, perfekt. Wir bekommen... So. Ja, wir sind nicht verheiratet. Das machen wir sofort. Erstmal. Wir sind Verwalter. Wir gehen auf... Dann unlocken wir mal eben den Perk Goldene Pflichten. Dankeschön. So, wir sind nicht verheiratet. Ich würde gerne... So, wir brauchen eine Frau. Gleiche Kultur wie wir gerne. Und die Bündnismacht. Aha. 800. Warum hat die mit 3 schon 4 Verwaltung? Nördlingen Hedwig. 737 Mann. Aber die kann nichts. Die kann leider überhaupt nichts. Grüningen Adelheid. 372. Die können halt alle nix. Und sehr alt. Ich brauche. Oh, guck mal, die hat viel Bildung. Mhm. Gesellig, sadistisch, hinterlistig. Macht Orgien wahrscheinlich, hä? Aber die haben halt keine... Hä? Nehme ich jetzt eine Frau, die nichts kann?
Aber guck mal, die sind alle noch voll jung. Komm mal, ich nehme mal. Komm. Ich nehme die 8-jährige Adelaide oder Adelaide, weiß ich nicht. Komm. Von Rheinfelden? Ja, das muss doch dann Adelaide? Ich weiß nicht, ist egal. Zornig, katholisch, schwäbisch. Ja. Let's go. So. Wir sind verheiratet. Okay. Das, damit kann man leben. Also, Rad sieht gut aus. Ah, wir haben keinen Hochhofarzt. Nee. Ups. Nein. Was mach ich denn? Oh, das war doch richtig. Let's go. So. Also, ich wollte euch den Rat noch zeigen. Entschuldigung. Also, unser Rat. Unser Rat, der uns bei allen Angelegenheiten unterstützt, sieht folgendermaßen aus. Wir haben einen Ratskanzler mit dem Skill Diplomatie 19. Wunderbar. Ludolf. Ja, der mag uns so mäßig. Plus 37, okay. Ratsmarschall 11 Kriegskunst, naja. Adalhard ist aber ein wichtiger Vasall. Ja, wunderbar. Ratsverwalter 12, Verwaltung. Macht gerade Steuern eintreiben, supi. Hesso, der mag uns nicht so viel. Plus 22 nur. Spitzel hat 12. Beatrix, auch plus 12, okay. Und unser Bischof hat nur 8 Bildung, nicht viel. Und mag uns nicht. Minus 19, okay. Das ist schade. Achso, ich wollte auch gucken. Ja, Jahre 1066 sind. So. Ich habe jetzt mal das Komplott Beeinflussung auf unser Bischof gestartet, dass er uns mag. Wieso? Geh weg. Ja, wir haben keinen Hofarzt. Da habe ich gerade schon das Ding gestartet. Hofarzt suchen. Wir können Kriegsvolkregimente stationieren. Das machen wir. Oh. Huch. Entschuldigung. Mein Fehler. So ging das. Ja. Stationieren mal Bogenschützen und Zoller. Und nee, eine Auszeichnung. Ups. Wollen wir jetzt nicht. Laufende Wahl im Römischen Reich, da können wir, glaube ich, nicht. Ja. Das können wir nicht. Und wir haben wenige Ritter. Ja,
Das lassen wir aber erstmal so. Ach ja. Dann sagen wir mal, dass unser Ratsmarschall Befehlshaber ausbilden soll. Okay. Achso. Ja, gut. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 96 Gold. Mhm. So, jetzt geht endlich mal die Zeit los. So, wir haben ein Bündnis geschmiedet. Und zwar mit Herzog Rudolf von Schwaben. Allzu gern nehme ich das vorgeschlagene Verlöbnis an. Meine Tochter Adelaide verlobt sich mit euch. Wunderbar, vielen Dank. Ja, so. Perfekt. Das ist. Gut. Warte mal. Der ist aber durchschnittlich. Verwirrt. Warum ist der Hofarzt, der durchschnittlich ist, eine Special-Option? Ich nehme Giselbert. Giselbert, du bist zwar nur durchschnittlich, aber ich hoffe, ich bereue es jetzt nicht. So. Das hat sehr weh getan. Achso, warte, das wollte ich noch. Penner. Unser Lehnsherr hat unsere Lehnsautorität begrenzt. Sehr bedauerlich. Sehr bedauerlich. Aber naja, okay. Kann man das hier eigentlich... Ups. Ich würde gerne mal... Ich mach mal ganz kurz... Ich versuche mal die Lautstärke... Von der Umgebung ein bisschen leiser zu machen. Weil das ist dann doch ein bisschen laut. So. Ja. Ich glaube, so ist gut. Ich glaube, so ist gut. Ach so, ich mache noch was. Entschuldigung. Mach noch was. Nee. Ah. Genau. Warte. So. So. Jetzt ist gut. Jetzt ist gut. Weil jetzt hören wir nicht dieses Ticken vom Tag, Monat, das ist schon ganz gut, glaube ich.
damit ich weiß, wann Kohle kommt. 55 Gold haben wir schon. Warum ist er eigentlich... Warum ist er... Naja, gut. Ich will nicht das Tutorial. Ich weiß, was ich zu tun habe hier. Zumindest, wenn ich Geld habe. So. Ich bin gespannt, was so die ersten Sachen sind, die wir zu tun haben. Hier bei Dera von Epla. Kann ich schon was bauen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich was baue. Was habe ich hier? Ach, ja, ja. Ich hoffe, dass wir uns bei unserem Bischof ein bisschen... Oh. So, unser Befehlshaber. Hat jemanden gefunden, den wir gerne befördern könnten? Ein Rekrut. Und zwar Volkart. Volkart, bitte sehr. Herzlich willkommen. Nee, wir wollen jetzt nicht unbedingt zu einem Turnier und lombardische Kultur. Oh, ein Mensch, ein Bürgerlicher, ein Gemeiner aus Lombardien, aus der Lombardei. Lombardien, ja moin. Aus der Lombardei wurde attackiert. Warum? Ach, ein, oh, ah, ach so, er hat was, er hat ein geringes Vergehen begangen und wurde attackiert, okay. Mhm, au, oh, jetzt sind wir in einem Konflikt. Wenn wir jetzt für ihn Partei ergreifen, könnte unser Bischof, den wir gerade versuchen zu beeinflussen, uns zugetaner sein. Ja. Aber dabei könnten meine kulturellen Mitglieder brüskiert werden. Nein, die sind gute Menschen, die Lombarden. Komm. Guck mal. Das sind gute Menschen, die Lombarden. Oh, Scheiße. Räuber sind unterwegs, meine lieben Räuber sind unterwegs, aber... Ich habe nicht genug Männer, um hier großartig was tun zu können gegen sie. Was ist das? Oh. Seuche. Schwäbische Sphäre. Hat sich ausgebreitet in Offenburg und irgendwo anders. Hier, sie weitet sich aus. Freiburg und Geroldseck sind jetzt befallen von dieser Seuche. Es ist... Und wir haben einen Brief bekommen von Graf Friedrich von Grüningen. Okay, er hat mit unserem Kanzler Ludolf kommuniziert. Er sieht das in einem komplett neuen Licht. Oh, vielleicht seid ihr vielleicht jemand, den ich sogar später mal einen Freund nennen möchte. Ja, Ludolf, eure spitze Zunge war großartig. Ja. Okay, diese... Erzähl, die kommt immer näher, die Seuche. Ich würde jetzt auch mal... Warte mal, kann ich...
Ich habe mal zum Hofarzt gesagt, er ist er solchen Bändigen. Vielleicht kann er es eindämmen. Der Gute. Das wäre großartig. Salm. Die Seuche breitet sich aus. Das ist natürlich Kacke. Und sie ist bei uns. Oh! Ein Spaziergang durch Zollern zu unternehmen, scheint auf den ersten Blick ein schöner Zeitvertreib zu sein. Doch wenn man genauer hinsieht, offenbart sich der Schrecken. Die Seuche hat diese einst blühende Metropole erreicht. Die Haut der Erkrankten färbt sich hellrot und schwärzt. Sie schwitzen sogar bei Kälte und haben den Blick eines Aussätzigen in den Augen. Im Allgemeinen wird diese Krankheit auch schwäbische Sphären genannt und sie wütet auch vor meiner Haustür. Die Zahlen sind zwar noch niedrig, doch es ist nur eine Frage der Zeit. Was? Bis sich die Krankheit weiter ausbreitet. Okay. Ruf den Arzt! Natürlich, ruf den Arzt. So. Ja, das ist okay. So. In der Krankenstube von Giselbert herrscht schummriges Licht, als er einen Plan zum weiteren Vorgehen vorlegt. Ich habe eine Reihe von Beobachtungen in Bezug auf die solche schwäbische Sphären, das war der Zungenbrecher, gemacht. Oh nein, warte mal. Schwären. Nicht Sphären, Schwären, glaube ich. Naja, gut. Die Seuche, ich nenne sie einfach die Seuche. So, ich lese jetzt nicht weiter. Auf jeden Fall, er hat Dinge vorgelegt. Er hat Dinge vorgelegt. Er hat sowas noch nie gesehen. Naja. Achso, als Mann vom Fach empfehle ich, die Ausbeutung nicht allzu ernst zu nehmen. Schließlich würde die Wirtschaft nicht schädigen. Okay. Das beste Tätigkeit ist die Untätigkeit, Bruder! Nein, da ist ein Übersetzungsfehler. Na gut. Okay, also er empfiehlt, wir sollen das nicht so ernst nehmen? Okay. Na dann. Cool. Ja. Ja, super. Wir haben es gut gemacht. So. Haben die Ausbeutung verlangsamt. Oh. Wow, warte. Oh. Ja, gut. Summer. Boah, das nervt mich jetzt aber schon, diese... Was? Ey, diese Seuche. Ach shit, die sind immer noch krank. Oh. Au, wir haben uns das Bein aufgekratzt. Ah! Mhm. Oh, wir haben rote Augen. Wir sind nachts aufgewacht. Wir haben die Masern.
Okay. Okay, so, wir haben... Oh, scheiße. Wir haben uns für krasse Maßnahmen entschieden und jetzt haben wir... Es ist versucht worden, uns zu narkotisieren, damit man die juckende Haut wegschneiden konnte. Aber das Narkotikum hat nicht funktioniert. Wir konnten uns nicht bewegen. Wir waren aber bei Bewusstsein und haben alles gespürt. Um Gottes Willen. Okay, also wir sind entstellt. Naja. Boah, diese Pop-ups wegen der Seuche. Schon nervig. Naja. So, unser Kaiser wird angegriffen. Naja. Nee, ich will jetzt nicht... Ich will jetzt keine Ansprüche tatsächlich. Finde ich relativ... unspektakulär. Ich guck mal ganz kurz, wie sieht's denn hier aus? So, ich hatte noch gerade vorhin eine Nachricht bekommen, dass unsere Verwaltung negativ Debuff bekommen hat. Aber hat unsere Kontrolle jetzt nicht beeinflusst. Wunderbar. Da ist nichts zu tun. Ja, wir müssen mal gucken, wie die Seuche jetzt sich entwickelt. Jawohl, unser Bischof wurde beeinflusst. Und jetzt mag er uns auch ein bisschen. Wunderbar. Ja, ist ein Träumchen. Oh ja, guck mal, wir sind nicht mehr verwundet. Achso, wir brauchen noch ein bisschen mehr Kohle. Damit wir hier was bauen können. Was bauen wir? Wir bauen... Wir bauen zuerst... Was? Warum? Achso, immer noch. Wir bauen zuerst mal ein paar Wälle und Türme.
So. Perfekt. So, die Seuche ist aus unserem Reich verschwunden. Ein Träumchen. Das ist sehr, sehr beruhigend. Und unser Gold haben wir jetzt auch ausgegeben für ein Bauwerk. Ja. Viel mehr zu tun gibt es nicht. Unsere Frau ist am Erwachsenwerden, sag ich mal. Ne? Warte, das könnten wir aber machen. Sekunde mal. Wir verheiraten mal unsere Ratsmitglieder. Frieda von Grüningen. Bürgermeister Adalbert? Adalhard? So, Frieda und Ludolf heiraten und du Bürgermeisterchen, du musst auch verheiratet werden. Ne? Wieso? Beatrix von Zollern. Warte. Ah, nee. So. Hä? Wieso? Die ist asexuell. Okay. Gut. Okay. So, warte. Wir machen jetzt hier kurz nochmal. Machen wir jetzt kurz, bis sie verheiratet sind, unsere Ratsdings. Perfekt. Kommt noch einer? Ich weiß nicht. Bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ne? Sieht nicht so aus. Achso, noch wieder die Zeit. Die Zeit loslaufen lassen. Nee, ich glaube, das war's. Bin ich dumm? Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben hier keine weiteren Heiraten, Hochzeiten. Heiraten, ja moin. So,
Wir haben keine weiteren Hochzeiten. Damit beenden wir die erste Folge auch. Ja, und zwar im Jahre 67. 69. 2.1.1069. Ja, großartig. Ich hoffe, ihr hattet Vergnügen bei der, ersten Folge derer von Äppler. Und ja, hoffentlich haben wir bald ein sehr erstes Kind. Aber unsere Frau ist noch jung. Wie alt ist denn die jetzt eigentlich? Da können wir ja mal gucken. Was? Die sind Achso. Hä? Ja. Adelaide. Ist 11 Jahre. Naja. Da ist noch ein bisschen. Ist noch ein bisschen Zeit. Nee, wir könnten um Anspruch müssen. Jülich. Brabant. Alter. Nee. Nee, nee, das ist okay. Das ist okay. Das lassen wir erstmal so. Ja. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns sehr bald hoffentlich wieder. Ja? Und bis dahin, macht's gut.